Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Petentin fordert, dass sensible Daten, zum Beispiel Angaben über das Privatvermögen, die Steuernummer und Angaben über Leistungen nach dem BAföG, bei der Einreichung eines Befreiungsantrages bei der Gebühreneinzugszentrale für die Rundfunksgebühren nicht mehr offengelegt werden müssen. Das Problem ist, und das schildert sie dann auch, dass die Bewilligungsbescheide für Leistungen nach dem BAföG im Original oder in beglaubigter Kopie vorgelegt werden müssen, um eine Befreiung von den Rundfunkgebühren zu erhalten. Wir haben dieses Problem auch in den Beratungen zum 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag immer wieder angesprochen. Wir haben das dann auch am Beispiel der Hartz-IV-Bescheide deutlich gemacht. Da müssen Bescheide inhaltlich vollständig vorgelegt werden, die sehr viele persönliche Daten auf zig Seiten enthalten, um eine Rundfunkgebührenbefreiung zu bekommen, obwohl eigentlich die Tatsache als solches, dass der Bescheid erteilt wurde, ausreichen würde und das Gleiche über sogenannte Drittbescheinigungen erreichbar wäre, auf denen eben nur das entsprechend bestätigt wird. Hier wird ein Grundprinzip des Datenschutzes, nämlich die Datensparsamkeit, nicht berücksichtigt. Und das war auch einer der Gründe, warum wir den 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag abgelehnt haben. In der Stellungnahme der niedersächsischen Staatskanzlei wird dann gesagt, die Problematik, dass die Bescheide oftmals mehr Informationen beinhalten, als für eine Entscheidung über die Rundfunkgebührenbefreiung erforderlich ist, ist den Rundfunkanstalten und der von ihr beauftragten GEZ hinlänglich bekannt. Aus diesem Grund stehen Sie seit Jahren mit allen beteiligten Behörden in Kontakt, um dort die Ausstellung der sogenannten Drittbescheinigung zu erreichen. Zitat Ende. Das Problem ist, Sie können das an der Stelle nicht durchsetzen. Das steht hier auch drin. Die Rundfunkanstalten haben keinen Einfluss darauf, ob und wann solche Umstellungen erfordern. Der NDR bittet um Verständnis für die Verfahrensweise, weil sie den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Und da kann es nur eine Konsequenz geben, die liegt klar auf der Hand. Hier müssen gesetzliche Änderungen her, um den Datenschutz zu gewährleisten. Da muss die Landesregierung initiativ werden. Deswegen beantragen wir Berücksichtigung. Vielen Dank.